Es ist spannend. Wir haben jede Menge Zombies geschnetzelt im letzten Part. Und ich glaube, wir brauchen einen vierstelligen Code. Wir haben aber nur zwei Zahlen. Mist. Oh. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Wir wissen nicht, welche, ob das die zweiten Zahlen sind oder die dritten Zahlen oder whatever, aber also 7 und 8 hätten wir schon mal. Da hat uns das Spiel das letzte Mal lang geschickt. Ja, super Idee. Ich gucke nur auf die Karte und gar nicht mehr auf meinen Bildschirm. Da ist auch noch was. 7, 8. Was ist das? Ist das jetzt die erste Zahl oder die zweiten zwei Zahlen? Und vor allem, was soll das sein? Eins, null? Sieht komisch aus. Aber wir müssen da auf jeden Fall rein, weil wir haben sonst keine andere Möglichkeit. Boah, was könnte das alles für Zahlen sein? 3. 3, 9, 7, 8? 3, 0, 7, 8? Nee. 7, 8, 3, 0? Fragt mich was Leichteres, als was das für Zahlen an den Wänden da sein sollen. Ich bin echt überfordert gerade. 9, 0, 7, 8. 7, 8, 9, 0. Nein. 5, 0. Ups. 5, 0, 7, 8. 7, 8, 5, 0. Das hilft uns nicht weiter. Also, gucken wir nochmal auf den Fußboden. Der Fußboden ist unser Freund in dieser Folge. Und er leitet uns dahin. Und wenn wir die Hausnummern 153. Das ist, glaube ich, nicht das, was. Was ist das denn bitte für eine Zahl? Was soll das sein? Ich bin voll nicht im Bilde darüber, was das sein soll. Das ist definitiv 7.8. Was haben wir denn hier für eine Hausnummer? Huh. Ja, 154, das ist aber klar. Autsch. Aua. Code eingegeben. Was könnte das noch sein? Das könnte sowohl eine. Es könnte auch eine 5 oder eine 3 sein. Also der untere Strich davon. Puh. Und dann das andere. Eventuell eine. Ja, kann nur eine 0 oder eine 8 sein. Eigentlich würde ich sogar eher 0 sagen, aber.
Das ist doch zum Mäusemelken. Ich habe keine Ahnung. Anscheinend bin ich zu dumm dafür. Anscheinend bin ich wirklich, wirklich zu doof. Beziehungsweise, was war denn hier an der Wand gestanden? Das sind auch Zahlen. Da sind die 7 und die 8 und die 0. Das andere könnte, ne? Was ist das? Ich schätze mal, da oben ist eine 7 und unten ist eine 8. Da ist die 0 und das da kann ich mir entziffern. Wobei hier ist ja auch noch was. Das sieht so aus wie der Strich, der an der 0 bei war. 7108? Vielleicht? Hm. 8071? Oh Mann, das Spiel trollt mich. Gibt es doch nicht. 7086 vielleicht. 6087. Nein. Okay, so kommen wir einfach nicht weiter. So, meine Lampe ausgegangen. Kann mir Prepper nicht mal ein paar Infos geben? Das wäre nämlich voll hilfreich. Da oben ist ein Licht in dem Raum. Da waren wir, glaube ich, schon mal drin, ne? Ach, Prepper, komm schon, gib mir mal ein paar Infos. Da komme ich nicht durch. Wenigstens ist hier zombiefreie Zone. Mal was Interessantes. Eine Batterie, die ich wahrscheinlich nicht mitnehmen kann. Ist ja voll ätzend. Was? Oben drüber. Wow, ich bin ein Athlet. Nichts drinne. Irgendeiner wird uns doch hier nochmal zum Plündern angeboten. Nee, aufheben. Was ist das? Inventar ist voll. Ach, das ist meine Schoki. Die ich im letzten Part weggeschmissen habe. Safe Zone. Irgendwelche nützlichen Hinweise irgendwo dran geschrieben. Im Boden vielleicht irgendwas.
Ich bin schlecht in diesem Spiel, sagte sie und stand auf einem Berg voller Zombies, den sie niedergemetzelt hatte. Das gibt's doch nicht. Wir kommen so nicht weiter. Ist aber auch kein einziger weiterer Hinweis. Diese Zahlen, ne, die regen mich so auf. Was seid ihr? Ich check es nicht. Ich check es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Es will nicht in meinen Kopf gehen. Warum war die so ein Krach? Ich brauche meinen Stilus. Ja. Zu viele Möglichkeiten. Zwei, drei, eins. Das check ich nicht. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nee. Zwei, drei, eins, fünf. Ich tue einfach mal gerade ein bisschen was Ausgefalleneres probieren. Anhand dessen in dem wievielten Eckchen des Sterns da eine Zahl drin steht. Aber das Irritierende ist halt hier die 8, dass die nicht in so einem Teil drin steht. Und da steht eine 7 drin und da steht eine 7 drin und da steht eine 7 drin und oh. Und was ist das? Was ist das eine da? Das ist so bäh. Das irritiert mich voll. Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, das in diesem Part das weiter auszuprobieren. Ich werde einfach mal gucken, was dazu im Internet steht, weil sonst kommen wir hier nie wieder weg. Also bis zum nächsten Mal.